Hallo zu einem neuen Video über Power BI Online. Im Folgenden werde ich über die Möglichkeiten und Funktionen von Power BI Online sprechen. Zu Beginn sehen wir uns an, wie man sich auf Power BI Online anmeldet. Anschließend sehen wir uns das Portal an und welche Funktionen es anbietet. Als nächstes nehmen wir den Marketplace unter die Lupe, um schließlich eine App in Power BI Online zu installieren. Um sich nun bei Power BI Online anzumelden, benötigen wir folgende URL: app.powerbi.com. Nachdem wir nun die Seite von Power BI Online geöffnet haben, benötigt es noch einen Klick auf Sign In. Nach Eingabe der Anmeldedaten werden wir auf die Startseite des Power BI Portals weitergeleitet. Jetzt befinden wir uns in Power BI Online Portal. Auf der Startseite sehen wir unsere Favoriten sowie kürzlich verwendete Berichte und Apps, ähnlich wie ein Internetbrowser. Im Menü links werden diese ebenfalls angezeigt. Im Menüpunkt für mich freigegeben erhalten wir alle Inhalte, welche für uns von Kollegen freigegeben wurden. Eine Auswahl weiter unten ist der Menüpunkt Arbeitsbereich. Arbeitsbereiche sind Orte für die Zusammenarbeit mit Kollegen. In ihnen erstellen Sie Sammlungen von Dashboards, Berichten und paginierten Berichten. Wenn man möchte, kann diese Sammlung sogar zu einer App zusammengefasst werden und eine größere Zielgruppe verteilt werden. Zuletzt gibt es noch den Menüpunkt Mein Arbeitsbereich. Dieser Bereich ermöglicht das Sammeln und Testen von Berichten, Datasets, Dashboards und Workbooks. Nachdem wir mit diesen Punkten nun vertraut sind, gehen wir zum nächsten Themenpunkt Apps. Eine App ist ein Power BI Inhaltstyp, bei dem zusammengehörige Dashboards und Berichte an einem Ort zusammengefasst werden. Eine App bündelt ein oder mehrere Dashboards sowie einen oder mehreren Berichten. Apps werden von den Power BI Designern erstellt und mit den Endbenutzern geteilt. Im App Source kann nach Apps gesucht werden. Nach Aufruf dieses Buttons Apps abrufen, öffnet sich ein neues Fenster, und dieser enthält Apps, die von Berichtsdesignern sowohl innerhalb als auch außerhalb eines Unternehmens veröffentlicht wurden. So finden sich in App Source beispielsweise Apps für Dienste wie etwa Google Analytics, GitHub oder Microsoft Dynamics. Sie können dann ganz einfach mit einem Klick und jetzt holen das gewünschte App installieren und in Power BI Online verwenden. Falls Sie Fragen dazu haben, hinterlassen Sie mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.